Es wird sich anfühlen wie ein Wurmloch. Du steigst an einem Punkt in der Stadt ein, boom, und plötzlich bist du an einem anderen Punkt. Leute, habt ihr das gehört? Elon Musk hat es offiziell bestätigt. Der Dubai Loop kommt. Ein Highspeed-Tunnelsystem, das die Stadt Dubai komplett verändern soll. Und das ist nicht irgendein Konzept aus der Zukunft, sondern ein reales Projekt, das in Zusammenarbeit mit Dubais Regierung umgesetzt wird. Also bleibt dran, denn wir zeigen euch heute alle Details, die Vorteile, die Herausforderungen und was das für uns alle bedeutet. Also was genau ist dieser Dubai Loop? Klingt nach einer SpaceX-Mission, ist aber eine echte Revolution im urbanen Verkehr. Stell dir vor, du steigst in eine futuristische Kapsel, die dich mit 160 km pro Stunde durch eine unterirdische Superautobahn schießt. Kein Stau, keine Ampeln, einfach rein. Und boom, du bist da. Okay, aber warum startet Musk dieses Megaprojekt ausgerechnet in Dubai? Ganz einfach. Dubai wächst rasant. Über 3,8 Millionen Einwohner, dazu über 19 Millionen Touristen pro Jahr. Da sind Staus vorprogrammiert. Und obwohl Dubai eine moderne Metro und riesige Straßen hat, gibt es oft Verkehrschaos. Der Dubai Loop soll das komplett ändern. Das ist kein Problem, das nur Dubai betrifft. Megastädte auf der ganzen Welt kämpfen mit steigenden Verkehrsproblemen. Deshalb könnte der Dubai Loop ein globales Modell für urbane Mobilität werden. Wie funktioniert das Ganze eigentlich? Ich meine, es klingt ja fast wie Zauberei. Tatsächlich steckt dahinter Hightech von Musks The Boring Company. Die Tunnelbohrmaschinen, die hier eingesetzt werden, sind extrem effizient und umweltschonend. Und die Fahrzeuge sind elektrisch autonom und können 160 km pro Stunde erreichen. Das bedeutet, kein Stau, kein Bremsen, einfach reinsetzen und durchziehen. Zusätzlich wird das ganze System mit einer intelligenten Buchungs-App verknüpft. Du buchst deine Fahrt einfach per App, so wie heute bei einem Taxi oder Uber, nur viel schneller. Aber Moment mal, das klingt ja alles zu schön, um wahr zu sein. Wo sind die Herausforderungen? Und viele Leute fragen sich jetzt, klappt das wirklich? Ich meine, es klingt ja wie ein Science-Fiction-Projekt. Und genau hier kommt Las Vegas ins Spiel. Denn dort gibt es bereits einen funktionierenden Loop, gebaut von Elon Musks Boring Company. Richtig. Der Vegas Loop verbindet wichtige Punkte in der Stadt. Vor allem rund um das Las Vegas Convention Center. Und das funktioniert so gut, dass es nun auf die ganze Stadt ausgeweitet werden soll. Manche haben ja Zweifel, ob das System genug Kapazität hat. Aber in Vegas nutzen bereits tausende Menschen täglich den Loop. Ja. Und er hat einige klare Vorteile gegenüber der U-Bahn oder dem Auto. Kein Stau, keine Wartezeiten, viel schneller. Und genau das ist es, was Dubai erwartet. Ein schnelles, effizientes Transportsystem, das direkt zum Ziel führt. Okay, und jetzt die Frage, wie viel schneller wäre der Dubai Loop in unseren Städten? Ein Loop-System in Deutschland. Interessant. Hier einige Beispiele. Berlin, von Charlottenburg nach Friedrichshain in 5 Minuten. München, von Marienplatz zur Allianz Arena in 8 Minuten. Hamburg, vom Hauptbahnhof zur Reeperbahn in 3 Minuten. Es wäre eine komplette Neudefinition des Stadtverkehrs. Aber jetzt wird's richtig offiziell. Die Regierung von Dubai hat sich bereits voll hinter das Projekt gestellt. Hier sehen wir den offiziellen Tweet vom Dubai Media Office. Sie sagen ganz klar, der Dubai Loop ist Teil von Dubais langfristigem Plan für moderne Mobilität. Er soll über 20.000 Passagiere pro Stunde transportieren. Und das alles mit 100% nachhaltiger, elektrischer Energie. Das ist ja schon krass. Aber jetzt kommt's. Auch Elon Musk selbst hat sich dazu geäußert. Elon schreibt: "Excited to announce that a Dubai Loop will be built by the Boring Company." Also er ist absolut gehypt. Und das sagt uns, dieses Projekt ist keine Theorie mehr. Es passiert. Und schau dir die Zahlen an. Der Tweet hat über 10 Millionen Views. Die Welt schaut gerade auf Dubai und das macht das Ganze noch spannender. Hier sehen wir die offizielle Unterzeichnung der Vereinbarung. Mit dabei der Kronprinz von Dubai, Hamdan bin Mohammed. Und das zeigt, das ist ein Top-Prioritätsprojekt für Dubai. Genau. Und damit wird auch die Lebensqualität der Einwohner verbessert, weil der gesamte Verkehr entlastet wird. Und das Beste,
das ist nicht das einzige innovative Verkehrsprojekt in Dubai. Neben dem Dubai Loop gibt es auch das Dubai Taxi Projekt, das darauf abzielt, mit autonomen Lufttaxis die Stadt aus der Luft zu entlasten. Falls ihr euch fragt, wie diese fliegenden Taxis genau funktionieren und welche Rolle sie in Dubais Zukunft spielen, wir haben dazu ein ausführliches Video gemacht. Ihr findet das Video hier eingeblendet oder in der Beschreibung. Klickt rein und schaut euch an, wie Dubai den Verkehr komplett neu denkt. Leute, das war's mit unserem Deep Dive in den Dubai Loop. Was denkt ihr? Wird dieses Projekt die Zukunft des Stadtverkehrs? Schreibt es jetzt in die Kommentare. Und wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen fetten Like da, denn das hilft uns, noch mehr von diesen krassen Themen zu bringen. Und ganz wichtig, vergesst nicht zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr nichts mehr verpasst. Denn wir haben noch mega spannende Videos in der Pipeline. Glaubt mir, das wollt ihr nicht verpassen.